da sind wir wieder mal hier auf der Hollywood-Schaukel. Das letzte Mal war das Wetter irgendwie besser. Ein bisschen wärmer, ein bisschen sonniger. Heute geht es um Musik, Konzerterlebnisse und vor allem, was eine nicht abgerissene Konzertkarte damit zu tun hat. Ja, damit dann also guten Abend zu einer weiteren Folge Briefe von Felix. Und ich war jetzt hier in den USA zweimal auf einem Konzert. Das einmal im Dezember. Ich wollte The Dope sehen, die Band. Letztendlich war an dem Abend die Band nicht das einzige, was dope hieß. Es war doch ein sehr interessanter Geruch in der Luft. Und wenn man 8 Vorbands sieht, das ist irgendwie kein schönes Konzerterlebnis. Aber gut, ich habe mein Trommelfell nachgiebig geschädigt. Ich habe den ganzen nächsten Tag nichts wirklich hören können, weil es einfach viel zu laut war nachher. Aber okay, ich kann die Band jetzt von meiner Liste abhaken, von Bands, die ich mal irgendwann sehen wollte. Gut, also, neuer Versuch, neues Glück. Gestern wollte ich mir Machine Head angucken. Auch alles super, ich habe eine Stunde Busfahrt auf mich genommen, habe eine halbe Stunde dann draußen vor der Tür gewartet, um dann festzustellen, hey, das Ticket, was du in deiner Tasche hast, ist nicht das Ticket. Das ist die Rechnung, die einfach in dem scheißselben Format gedruckt wurde. Es ist dezent ungünstig. Und besonders natürlich dann, wenn du im Prinzip an allen anderen noch wieder vorbeilaufen musst, die gerade hinter dir in der Schlange stehen und so halb mitgehört haben, was du gerade eigentlich Dummes angestellt hast. Es gibt Schöneres. Vor allem, weil du dann merkst, okay, ich habe jetzt $25 für die Karte in den Sand gesetzt, $18, um nach Hause zu fahren und nochmal 3,50 für den Bus. Toller Abend. Ich meine, als ich dann wieder hier war, es war 10 vor 9, das Konzert hat um 9 angefangen. Man hätte jetzt natürlich auch sagen können, okay, dann nehme ich halt nochmal gut 20 Minuten Fahrt auf mich und fahre nochmal hin, aber dann wären das auch noch wieder knapp $40 gewesen. Oh. So oder so, scheiße. Du stehst einfach nur da und denkst dir, fuck. Wirklich, wortwörtlich. Ne? Also, ja, gut. Muss man wohl durch. Sind also insofern schon sehr interessante Konzerterlebnisse, die ich jetzt hier hinter mir habe. Ich weiß gar nicht, was das gestern Abend geworden wäre. Die Location war auch jetzt nicht viel größer als die beim letzten Mal. Also wieder so eine kleine Indoor-Halle. Wäre sicherlich richtig gut geworden. Sorry Sebastian, dass ich deinen Geburtstag jetzt nicht so habe feiern können, wie ich dir das eigentlich versprochen habe. Ich meine, gut, du bist eh weit weg, von daher. Ich meine, ich würde ja auch gerne noch irgendwie auf ein paar Festivals hier dann im Sommer. Das Problem ist nur, die sind dann meistens so, also die größeren oder zumindest die, wo man musikalisch vielleicht hin möchte, die sind wieder irgendwie weit weg und dann muss man entweder sehr, sehr lange mit dem Auto fahren, dass sich das kaum lohnt, oder man fliegt halt hin, aber dann wird das auch wieder sehr teuer, der Kosten-Nutzen-Faktor. Ja, nee, nicht unbedingt. Also, ansonsten, ich glaube, ich werde jetzt rein, weil es doch ein bisschen frisch wird, dieses Video hier schnibbeln, damit ihr das gleich in wenigen Minuten sehen könnt. Ja, so aktuell ist das Ganze und dann, ich hoffe einfach mal, dass ich noch ein bisschen was mehr schaffe. Ich habe jetzt auch endlich Fringe wieder durchgeguckt, also jetzt ist wieder Zeit. Insofern, ja. Es ist, glaube ich, so die erste Konzertkarte, die ich mir komplett unabgerissen irgendwie einrahmen kann zu Hause. Hatte ich auch noch nicht. Na gut, ist eine Erinnerung. Von daher passt schon irgendwie. Ich würde mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Mein Tag hat gerade erst angefangen. Mal gucken, was wir heute noch Schönes anstellen. Urlaub buchen wäre mal eine schöne Geschichte. Also, ansonsten, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video irgendwann wieder. Bis dahin, ciao.